Vorschläge zum kommunalen Inklusionsplan oder Aktionsplan Inklusion. Herr Oberbürgermeister hat das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für Oldenburg. Wir haben im Mai 2012, ich damals noch im Rat, gemeinsam einen einstimmigen Ratsbeschluss hier gefasst. Oldenburg will Inklusion und heute ist ein wichtiger Etappenerfolg auf diesem Weg. Wie Sie wissen, wurde die Stadtverwaltung damals beauftragt, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einen kommunalen Aktionsplan Inklusion zu erstellen und umzusetzen. Und 300 Aktive, ich sage es nochmal deutlich, 300 Aktive haben seither an diesem Aktionsplan mitgeschrieben, haben ihre Erfahrungen eingebracht, ihre Zeit und ihre Kraft. Und zunächst mal möchte ich diesen 300 Aktiven meinen herzlichen Dank für diese Arbeit aussprechen. Heute werden die Vorschläge für den kommunalen Aktionsplan Oldenburg dem Rat vorgelegt. Sie sollen quasi als Beschluss uns beauftragen, wiederum als Verwaltung, die Maßnahmen hinsichtlich ihrer rechtlichen, ihrer finanziellen, ihrer organisatorischen und inhaltlichen Umsetzbarkeit zu bewerten. Das wollen wir natürlich sehr gerne tun. Ich denke aber zunächst einmal sollten wir darüber stolz sein oder darauf stolz sein, wie viele Menschen sich hier eingebracht haben und was bisher erreicht wurde. Die Vorschläge wurden ja in den letzten Sitzungen aller relevanten Ausschüsse schon vorgestellt und zwar ziemlich fach- und sachgerecht, das kann ich sagen. Ich hatte selbst, glaube ich, 4 oder 5 Mal die Gelegenheit und nun hat man ja immer die Sorge, wenn man das gleiche Thema 4 oder 5 Mal hört, dass man vielleicht immer dasselbe hört. Das war aber nicht so. Es wurde für jeden Ausschuss sehr sachgerecht und auch passend für die Inhalte aufbereitet und auch dafür möchte ich nochmal ganz herzlich meinen Dank aussprechen. Es war also ein hoher Fortbildungsgehalt auch für uns alle, glaube ich, die wir an diesen Sitzungen teilgenommen haben. Wir haben dort viel gelernt. Wir haben auch viele Akteure persönlich kennenlernen können und auch sehr viele Sichtweisen auf das Thema Teilhabe. Es sind auch, glaube ich, einige oder viele Aktive aus diesem Prozess heute hier anwesend. Und ich glaube, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich die hier herzlich willkommen heiße und Ihnen nochmal an dieser Stelle auch danke. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass von Ihrer Seite, also von Seiten der Mitglieder des Rates, sehr wertschätzend mit diesen Vorträgen dort umgegangen wurde, dass die Diskussion jeweils sehr sachgerecht war. Und auch dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, das war insgesamt ein gutes Beispiel für die Arbeit des Rates bei einem so wichtigen Thema. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir hier ein Miteinander haben, in dem jede, die sich beteiligen wollte an dieser Diskussion, eine Chance hatte, sich auch zu äußern und auch von allen gehört wurde. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung für den Erfolg des Inklusionsprozesses. Wir können Teilhabegerechtigkeit nur erreichen, wenn diejenigen, die es betrifft, mit am Tisch sitzen. Und daher wurden die Vorschläge mit den Beteiligten zusammen entwickelt und nicht über ihre Köpfe hinweg. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Jetzt wird es darum gehen, die gemachten Vorschläge weiterzuentwickeln. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass hier jetzt nicht die Klappe fällt, sondern dass es sehr wichtig ist, in dieser Phase alle Menschen in Oldenburg, die Institutionen, Unternehmen, Verbände, alle Ratsmitglieder natürlich, auch die Mitglieder der Fachausschüsse aufzufordern, ihren Teil weiterhin zum Gelingen beizutragen. Das ist also kein Abschluss heute, sondern das ist der Eintritt in eine neue Phase. Wir haben ein Netzwerk, das sich etabliert, ein Oldenburger Netzwerk Inklusion konkret und das soll die Plattform für die weitere Beteiligung sein. Hier sollen diejenigen mitarbeiten, die an der Erstellung der Vorschläge beteiligt waren, aber auch alle vielleicht, die als neue Interessierte noch hinzukommen und sich an der nächsten Phase der Umsetzung, der Überprüfung der Realisierbarkeit dann eben einbringen. Es gibt da ganz praktische Beispiele. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Bauen hat ein junger Mann zum Beispiel ganz spontan als Rollstuhlfahrer angeboten, dass er die Zugänglichkeit von gastronomischen Einrichtungen für junge Leute testen will und dieses Ergebnis uns zur Verfügung stellen will. Und für solche Ideen, für solches Engagement bietet das Netzwerk Inklusion konkret den nötigen Raum. Wir als Verwaltung werden also
die Vorschläge überprüfen und dann auch dieses Netzwerk beteiligen. Im Anschluss aber, meine Damen und Herren, werden Sie in den politischen Ausschüssen aufgerufen sein, einzelne Maßnahmen zu diskutieren und dann natürlich gegebenenfalls auch zu beschließen. Und das bedeutet auch, dass wir die Maßnahmen, die sind ja auch mit Investitionen oder Personalressourcen verbunden, dann in den künftigen Haushaltsberatungen berücksichtigen. Es kommt also noch ein ganzes Stück Arbeit auf uns zu und da sollten wir auch ehrlich sein, es werden auch zusätzliche Kosten sein, es wird auch um Geld gehen, aber ich finde, das sollte uns nicht von vornherein als Ausrede dienen. Ich glaube, dass wir das, was dort ansteht, schaffen können gemeinsam und ich bin zuversichtlich, dass wir hier auch in den nächsten Jahren schon konkrete Schritte dazu leisten können. Ich finde aber, es gehört auch dazu, Barrieren nicht nur auf Straßen oder in Gebäuden zu überwinden, sondern auch Barrieren in den Köpfen zu überwinden, also auch ein Bewusstsein für Inklusion zu stärken. Und dazu brauchen wir auch andere Projekte. Ich will zum Beispiel mal das Tanzprojekt ansprechen, was gerade begonnen hat, aus der neuen Welt, in Zusammenarbeit mit dem Oldenburgischen Staatstheater, mit dem Staatsorchester, wo über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jung, alt, verschiedene kulturelle Hintergründe, Menschen mit oder ohne Rollstuhl, mit oder ohne Gehör, mit den unterschiedlichsten Talenten, Fähigkeiten, aber auch Einschränkungen teilnehmen. Ich habe sogar gehört, es sind auch zwei Ratsmitglieder dabei. Da bin ich natürlich dann auch schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube, wir brauchen auch solche Projekte, die eben auch immer versuchen, das Bewusstsein weiterzubringen. Es wird ja nicht nur um technische Dinge gehen, sondern immer auch darum, dass die Menschen begreifen, wie wichtig Teilhabe ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen Blick werfen auf die Stadtverwaltung. Denn wir müssen natürlich auch sehr selbstkritisch gucken, was müssen wir eigentlich noch tun, wie inklusiv ist die Stadtverwaltung aufgestellt. Wo gibt es bei uns Hürden, sei es bei der Erreichbarkeit unserer Dienstgebäude, aber zum Beispiel auch bei der beruflichen Integration von Menschen mit Einschränkungen. Wie gehen wir mit Vielfalt um? Sehen wir das als Chance oder als Problem? Ich denke als Chance. Und ich denke, dass wir hier auch als Stadtverwaltung, also auch ich als Chef der Stadtverwaltung, eine Verantwortung habe, der wir in den nächsten Jahren gerecht werden müssen. Ich habe ein Projektteam beauftragt, eine sogenannte dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe. Mein erster Auftrag war, dass Sie jetzt noch mal einen etwas besseren Namen finden, der noch etwas flüssiger über die Lippen geht. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch alle Ämter der Stadtverwaltung einbeziehen, damit eben auch ganz konkret hier die Barrieren abgebaut werden, die wir noch haben und damit Teilhabe und Vielfalt auch bei uns umgesetzt ist in allen Bereichen. Also auch hier haben wir uns auf den Weg gemacht und ich glaube, das ist auch ein guter Schritt. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal allen danken, die für das Ziel einer inklusiven Stadtgesellschaft einstehen und zu seiner Verwirklichung beitragen, insbesondere natürlich den Initiatorinnen und Initiatoren aus der Stadtgesellschaft, aus der Politik, aus der Verwaltung, aber auch natürlich Ihnen als Rat, den Akteuren in den 10 Arbeitsgruppen, den Sprecherinnen und Sprechern dieser Arbeitsgruppen, den Mitgliedern der Steuerungsgruppe Inklusion, der Montagsstiftung, die uns begleitet, Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft mit den Prozessbegleitern und allen anderen, die mit großen und kleinen Beiträgen zum Gedeihen des Aktionsplans bis hierhin beigetragen haben. Es wird sicherlich eine Weile dauern, bis die Werte, die im Aktionsplan festgeschrieben werden, auch wirklich gelebte Werte in Oldenburg sind, aber das sollte uns nicht entmutigen. Es wird sicherlich nicht immer einfach sein in den nächsten Jahren. Wir werden auch nicht alle unsere eigenen Ansprüche, auch nicht die Ansprüche Dritter immer erfüllen können. Wir werden also, kurz gesagt, nicht perfekt sein auf diesem Weg. Aber wir sind gemeinsam auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt. Und von diesem Weg lassen wir uns nicht mehr abbringen. Dankeschön. Herr Raschke, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, jeder Mensch hat ein Recht auf Inklusion, also darauf, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. So steht es auch in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die seit 2009 auch in Deutschland gilt. Inklusion bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Menschenrechte sollen Schutz bieten vor jeglicher Form von Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund einer Behinderung, der Hautfarbe, der Herkunft, der Geschlechtsidentität
oder der sexuellen Orientierung. Um dieses Ziel von Inklusion zu erreichen, dass alle Menschen frei und gleich und auf der Grundlage der eigenen Selbstbestimmung ihr Leben miteinander gestalten können, müssen daher alle Barrieren, die diesem Ziel noch im Wege stehen, Schritt für Schritt abgebaut werden. Das gilt für bauliche Barrieren, genauso wie Herr Krugmann es eben gesagt hat, für die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Um das zu erreichen, haben viele Menschen hauptamtlich, aber auch überwiegend ehrenamtlich aus Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik in vielen Arbeitsgruppen mitgewirkt, die Vorschläge für den kommunalen Aktionsplan Inklusion der Stadt Oldenburg zu erarbeiten. Es waren genau 10 Arbeitsgruppen mit entsprechenden Unterarbeitsgruppen. Auf der Arbeitstagung im September 2014 wurden alle Ergebnisse oder die Ergebnisse aller 10 Gruppen präsentiert, diskutiert und Stolpersteine in der Umsetzung von Inklusion festgehalten. Dafür an dieser Stelle mein herzlicher Dank an alle, die eben schon genannt und aufgezählt worden sind, die an dieser Aufgabe mitgewirkt haben. Da spricht man unentwegt in den Medien von Politikverdrossenheit. Das kann ich hier nicht erkennen, in unserer Stadt zumindest nicht und zumindest nicht bei diesem Thema. Auf über 150 Seiten sind Maßnahmen und Einzelschritte beschrieben. Diese müssen nun von der Verwaltung hinsichtlich ihrer rechtlichen, finanziellen, organisatorischen und inhaltlichen Umsetzbarkeit bewertet werden. Einiges ist schon in Angriff genommen worden, wie die Barrierefreiheit an einigen Schulen. Es ist eine Informationsbroschüre erarbeitet worden, in der Unterarbeitsgruppe Personelle Ressourcen als Handreichung für Lehrer und Mitarbeiter der Oldenburger Schulen, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Hier ist jetzt die Landesregierung gefordert, das Notwendige in die Wege zu leiten. In allen 13 Fachausschüssen ist dieser Beschlussvorschlag beraten worden und ich gehe davon aus, dass heute eine große Mehrheit zustimmt. Ich wünsche mir einen einstimmigen Beschluss. Die Gruppe CDU, Freie Wähler, Bürger für Oldenburg stimmt diesem Beschlussvorschlag zu und erwartet mit Spannung die Überprüfungsergebnisse der Verwaltung. Dankeschön. Danke. Frau Nienaber, bitte. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben im Mai 2012 gemeinsam das Thema Inklusion hier auf die Tagesordnung des Rates gesetzt. Und das war auch gut so, denn am Ende der damaligen Diskussion stand ein einstimmiger Beschluss unter dem Titel Oldenburg will Inklusion, haben wir damals einen Prozess eingeleitet, der die ohnehin schon sehr weltoffene Stadt Oldenburg noch toleranter machen sollte. Wir haben uns damals gefragt, gibt es überhaupt den Wunsch in der Bevölkerung, noch mehr in diese Richtung zu gehen, noch toleranter zu werden? Das Ergebnis zeigt, es gibt diesen Wunsch. Und ich finde es einfach überwältigend, was seit dem Ratsbeschluss im Mai 2012 geleistet wurde. In insgesamt 10 Arbeitsgruppen, das haben wir eben schon gehört, und auch mehreren Unterarbeitsgruppen haben sich mehr als 300 Personen eingebracht. Ich glaube, wir können heute sagen, es hat sich die gesamte Oldenburger Bevölkerung eingebracht. Es haben sich Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Weltanschauung, Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, Alte und Junge, Menschen, Behinderte und Nichtbehinderte zusammengefunden. Und alle diese Menschen haben sehr, sehr viele Vorschläge gemacht, die in Zukunft das Zusammenleben in Oldenburg noch toleranter und noch besser machen sollen. Diese Vorschläge hat die Verwaltung nun in einem Aktionsplan zusammengefasst, der mehr als 200 Seiten umfasst. Ich denke, wir alle, die wir in Oldenburg leben oder arbeiten, können stolz auf dieses Ergebnis sein. Denn es zeigt, der Beschluss, den wir vor circa 3 Jahren gefasst haben, trug seinen Titel zu Recht. Oldenburg will Inklusion. Oldenburg will wirklich Inklusion und stellt sich für diese herausragende Aufgabe zur Verfügung. Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Für die SPD-Fraktion und für mich als Mitglied der Steuerungsgruppe Inklusion
ist der Aktionsplan deshalb eine tolle Grundlage für die zukünftige Ausrichtung dieser Stadt. Er ist gleichzeitig ein Leitbild für alle zukünftigen Beschlüsse und eine Orientierung für die Schwerpunkte, die wir in den nächsten Jahren setzen können bzw. sogar sollten. Diese Schwerpunkte müssen sich selbstverständlich auch in den Haushalten der nächsten Jahre wiederfinden. Und sie müssen sich für alle Menschen in dieser Stadt positiv auswirken. Insbesondere haben die Vereinten Nationen mit ihrer Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2006, ja wie der Titel es schon sagt, die Behinderten angesprochen. In Oldenburg hat sich der Prozess jedoch darüber hinaus entwickelt. Und das macht ihn aus meiner Sicht so besonders. Alle Bevölkerungsgruppen, die bisher benachteiligt wurden, sollen von dem Prozess profitieren. In erster Linie natürlich die Behinderten, aber auch Migrantinnen und Migranten, die in unsere Stadt kommen und erst einmal die deutsche Sprache lernen müssen, Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten in der Schule haben, Eltern, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen und Betreuungsplätze für ihre Kinder suchen, oder Eltern, die sich in einer zunehmend technisierten Welt teilweise überfordert fühlen mit der Erziehung ihrer Kinder. Studierende, Alleinlebende und Menschen mit einem geringen Einkommen, die eine Wohnung suchen. Für alle diese Menschen und noch viele andere soll sich die Stadt in den nächsten Jahren noch positiver entwickeln. Deshalb ist der heutige Tag, das wurde eben auch schon gesagt, an dem wir den Aktionsplan beschließen werden, in jeder Beziehung ein guter Tag für Oldenburg. Und deshalb hat der Aktionsplan und haben die unzähligen Vorschläge es verdient, geachtet und wertgeschätzt zu werden, ganz so wie der Begriff Inklusion es verlangt. Ganz gleich, aus welchem Land ein Mensch stammt, welche Hautfarbe er hat, welcher Religion er angehört, ob er behindert ist oder nicht, jeder hat seine eigenen, ganz persönlichen, also individuellen Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und Anschauungen, die es gilt, wertzuschätzen und zu fördern. Und deshalb werden wir als SPD-Fraktion heute diesem Aktionsplan zustimmen. Gleichzeitig bitten wir die Verwaltung, die Vorschläge in den nächsten Monaten zu prüfen, wie sie sich umsetzen lassen und natürlich auch, was es kostet, sie umzusetzen. Wo wir nun schon mal beim Geld angekommen sind, all denen, die nun denken, da hat sich ja die Politik wieder etwas Tolles ausgedacht, bin gleich fertig, und das, obwohl die Stadt ohnehin kein Geld hat, all denen möchte ich sagen, Inklusion lässt sich überwiegend in Maßnahmen einbinden, die ohnehin durchgeführt werden sollen. Deswegen ist inklusives Handeln auch für die Finanzen der Stadt vordergründig ein Prozess, der zumindest teilweise ein Umdenken erfordert, mehr nicht. Und deswegen sind die Finanzen der Stadt absolut kein Grund, das Engagement der Oldenburger Bevölkerung zu stoppen, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Gemeinsam mit allen Oldenburgerinnen und Oldenburgern wollen wir den Inklusionsprozess, den wir im Mai 2012 durch unseren Ratsbeschluss eingeleitet haben, nun umsetzen. Und deshalb werden wir als SPD-Fraktion, ich sagte es eben schon, heute den Aktionsplan so annehmen, wie er ist, und ihm zustimmen. Vielen Dank. Herr Schwarz, bitte. Ja, mit iPad, weil ich da was daraus vorlesen will. Und aus dem Aktionsplan ganz kurz. Erstmal beziehe ich mich, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auf das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Das ist alles richtig, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Gerne möchte ich natürlich auch den Dank aussprechen an diejenigen, die sich da über Jahre hinweg mit diesem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben. Da gilt der Dank insbesondere von meiner Seite auf Frau Jungkunz und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern und den 300 Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadtgesellschaft, die in zahlreichen Sitzungen an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite nochmal dazu. Es heißt in der Vision,
des Aktionsplanes. Unsere Vision ist eine Stadtgesellschaft, in der niemand mehr ausgeschlossen wird und alle teilhaben können. Die Stadt ist ein Lebensort für alle. Zu den kommunalen Handlungsfeldern zählen Bildung, Wohnen, Versorgung, Arbeit und Beschäftigung, Kultur und Freizeit, Mobilität, Beförderung, Beteiligung und Mitsprache sowie Barrierefreiheit. Das sind Querschnittsbereiche. Vollkommen richtig. Und wenn man sich das nun vor Augen hält, dann denke ich, sollte man noch mal den Fokus auf einen Bereich legen, der, glaube ich, bisher zu kurz gekommen ist. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Verwaltung und die Arbeitsgruppe. Ich weiß, dass es furchtbar schwer ist, diese Personengruppe zu erreichen. Aber es lohnt sich, glaube ich, sich zukünftig noch intensiver darum zu kümmern. Und das ist eben der große Anteil an Migranten und Flüchtlingen in unserer Stadtgesellschaft. Das ist eine Gruppe, die hinter den Barrieren steht, im großen Ganzen, vor allem die Flüchtlinge, die täglich zu uns kommen. Wir wissen alle, das haben wir kürzlich noch mal im Sozialausschuss gehört, dass jede Woche etwa 20 Personen Neuaufnahmen in unserer Stadt finden wollen, die aus ganz anderen Kulturkreisen, anderen Ländern zu uns kommen und die hier auch auf Zeit, vielleicht aber auch ganz bei uns bleiben. Und es ist damit aus meiner Sicht die größte und stetig wachsende Gruppe derjenigen, die ausgegrenzt sind. Und da ist dann die Aufgabe besonders groß, sich um diese Menschen zu kümmern, weil das letzten Endes auch Sinn macht. Sie haben im Aktionsplan selber dazu Stellung genommen und haben geschrieben, in der Erstellung des Aktionsplans fehlen zum Teil die Blickwinkel der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Es ist zu hoffen, dass diese für die Phase der Umsetzung und Weiterentwicklung gewonnen werden können. Und im Protokoll zu der entsprechenden Sitzung heißt es praktisch sehr sinngleich, bisher sei es noch nicht gelungen, das Thema für Menschen mit Migrationshintergrund ausreichend zu bearbeiten. Daran werde gearbeitet. Und diese Arbeit ist sicherlich eine sehr große, aber auch eine überaus wichtige, die auch sehr fruchtbar sein kann, insbesondere auch für die Zukunft unserer Gesellschaft. Wenn ich daran denke, an die Demonstration vom letzten Sonnabend, die ja auch sehr eindrucksvoll gewesen ist, da heißt es im Demonstrationsaufruf gegen Rassismus, eine Spaltung nach Herkunftsland, Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder politischer Überzeugung darf es nicht geben. Das ist eine Aussage, die sich ausdrücklich auch gegen die wendet, die Pegida und ähnliche Interessen verfolgen. Und wenn wir da als Gesellschaft, als Politik erfolgreich sein wollen, dann bedeutet es, dass wir gerade diese Menschen auch inkludieren und zeigen, dass wir von dieser Vielfalt und Andersartigkeit der verschiedenen Menschen, die uns ja durch ihre eigene Art eher oder sehr viel bereichern, als dass wir dadurch eine Last haben, dass wir dieses Positivum auch sehen und damit auch dem Boden von Pegida oder der Pegida-Bewegung den Boden entziehen und letzten Endes dann eine Stadt sein werden für die Zukunft, die von ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit profitiert. Also das ist zu wünschen und ich meine, das sollte in diesem Zusammenhang auch nochmal gesagt werden. Und als allerletztes möchte ich sagen, ich hoffe sehr, aber bin auch recht überzeugt davon, dass dieser Plan nicht das Schicksal des Masterplans Kultur und wir haben viele andere Pläne in der Stadt schon verabschiedet, die teilweise furchtbar viel Geld gekostet haben, die aber nachher alle irgendwo in den Aktenordnern geblieben sind und nie umgesetzt worden ist. Ich weiß, hier sind jetzt wesentlich mehr Menschen daran beteiligt und bin guter Hoffnung, dass das mit dem Aktionsplan Inklusion nicht geschehen wird. Ich danke. Frau Hufeland, bitte. Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank auch, dass Sie sich so eindeutig positioniert haben. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass der Oberbürgermeister einer Stadt sich an der Stelle auch deutlich dafür ausspricht. Meine Damen und Herren, ich habe im Laufe der Reden, ich bin froh, dass wir uns alle so einig sind, ganz viel hier gestrichen, weil ja schon alles gesagt wurde. Trotzdem denke ich, ist es dieses Thema wert, dass wir uns auch von allen Fraktionen hier deutlich positionieren und einige Worte sagen. Als vor 3 Jahren
der Rat der Stadt auf Beschluss, auf Antrag von Grünen und SPD beschlossen hat, Oldenburg will Inklusion. Ich glaube, da war niemandem von uns so wirklich klar, was für eine Welle, was für eine Bewegung dieser Beschluss auslösen würde. Wir haben in vielen Arbeitsgruppen, in 10 Arbeitsgruppen mit vielen Menschen aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung gemeinsam für wichtige Handlungsfelder inklusive Werte erarbeitet. Wir haben darauf geschaut, was schon erreicht ist. Ich glaube, das ist auch wichtig, das wird ja oft vergessen, dass man auch schon mal guckt, was es schon Gutes gibt. Wir haben geguckt, was sich ändern muss und wie wir das konkret umsetzen müssen, damit wir ein solidarisches Miteinander für alle Menschen in allen Lebensbereichen hier in Oldenburg ermöglichen. Besonders beeindruckend fand ich in diesen 3 Jahren den Prozess selber. Und ich möchte 3 Aspekte dabei besonders herausheben. Das ist die Werteorientierung, die Partizipation und der Respekt. In allen Arbeitsgruppen wurde als Basis zuerst an inklusiven Werten gearbeitet. Und ich denke, dass das eine sehr wichtige und kluge Entscheidung war. Denn Inklusion basiert auf bestimmten Werten, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Vertrauen oder Gewaltfreiheit. Und nur wer sich auf diese Werte, wer von diesen Werten wirklich überzeugt ist, der wird sie als Grundlage für sein Handeln nehmen. Zu den inklusiven Werten gehört auch die Möglichkeit zur Partizipation. Das heißt, auch in den Arbeitsgruppen wurde von Anfang an in den AGs auf Vielfalt geachtet, auch im Sinne von nicht ohne uns, über uns. Und es wurde auf Respekt und Begegnung auf Augenhöhe Wert gelegt. In den AGs konnten alle nach ihren individuellen Möglichkeiten mitwirken und ihre Stärken und Kompetenzen für die Sache einbringen und erleben, dass Vielfalt eine Bereicherung für alle ist. Ich denke, so sollten wir zukünftig alle unsere Prozesse gestalten, partizipativ, respektvoll, miteinander auf Augenhöhe. In den Arbeitsgruppen konnte man sozusagen schon mal erleben, wie sich Inklusion anfühlt. Und wer nicht dabei sein konnte, da möchte ich auch noch mal an dieser Stelle, da hat Herr Oberbürgermeister Krugmann ja auch schon darauf hingewiesen, noch mal an das Tanzprojekt erinnern. Das Tanzprojekt wird hier in Oldenburg ein ganz tolles Projekt, was gerade angelaufen ist, wo viele Menschen miteinander einen Tanz erarbeiten, Opus 100, organisiert oder produziert dieses Projekt. Und wer vielleicht ein bisschen erleben will, wie sich Inklusion anfühlt und nicht bei den Arbeitsgruppen dabei ist, der kann dann gerne am 26., 27. Juni in die EWE Arena kommen. Dort wird es nämlich aufgeführt unter Begleitung des Staatsorchesters. Ziel des ganzen Inklusionsprozesses soll ja eine Gesellschaft sein, die niemanden ausgrenzt und nicht Konkurrenz, sondern Miteinander in den Mittelpunkt stellt. Und ich denke, dass dazu, das wurde auch schon gesagt, etwas dazu gehört, dass manche Dinge zusammenwachsen müssen. Das ist Gleichstellung, Demografie und eben die Problematik oder die Integration von Flüchtlingen, von Menschen aus anderen Kulturen, mit anderen Religionen oder Menschen mit Unterstützungsbedarf. Als Ergebnis des Oldenburger Inklusionsprozesses bis heute über die Werte, die uns leiten sollen und die Aushandlung, wie wir leben wollen, liegen nun die Vorschläge zum Aktionsplan vor. Und die Maßnahmen sind so vielfältig, ich denke, wie die Menschen, die beteiligt waren, einige wurden ja auch schon genannt. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich den Akteuren danken, die diesen Prozess in Oldenburg möglich gemacht haben, Frau Jungkunz, aber auch allen Mitarbeitenden aus den Arbeitsgruppen. Ich glaube, wir wissen alle, die wir da mitgearbeitet haben, dass so ein grundlegender Umbau viel Zeit brauchen wird. Aber auch für die Frage der Umsetzung gilt für uns, so wie für die Inklusion selber, es geht hier nicht um das Ob, sondern es geht höchstens um das Wie. Wir von den Grünen werden uns dafür stark machen, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Vielleicht nicht alle sofort und gleich, aber Schritt für Schritt, so wie wir das schaffen können, so eben wie auch eine inklusive Gesellschaft funktioniert. Und wir werden dem Beschlussvorschlag natürlich zustimmen. Vielen Dank. Herr Eigenfeld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie zeigen hier ganz deutlich, wie zwiespältig vieles ist, was Sie hier selber sagen.
Als erstes nehmen Sie Bezug auf den einstimmigen Beschluss von 2012. Ja, ein einstimmiger Beschluss, dem ich auch zugestimmt habe damals. Mit Worten hier am Rednerpult, die durchaus auch warnten vor bestimmten Fehlentwicklungen und darauf hinwiesen, dass was bestimmte Menschen in diesem Land auch spürten und immer spüren. Herr Schwarz, Sie haben eben in Ihrem Redebeitrag genau diese Zwiespältigkeit zum Ausdruck gebracht. Inklusion heißt einbeziehen, zusammen etwas machen. Und Sie haben sofort ausgegrenzt. Sie haben die Worte gegen viele Menschen, die Sorgen haben und sich unter dem Namen Pegida oder sonst wie versammeln, dann entsprechend negativ sich geäußert, nicht der Inklusion angehörend. Damit haben Sie Ausgrenzung genau in dem Rahmen betrieben, wie Sie die Integration, wie Sie Zusammenarbeit eigentlich meinen. Inklusion kann man auch bei jeder Stadtratssitzung hier sehen. Schauen Sie sich dieses Plakat einmal an. Was steht da drauf? Keine Homezone für die NPD, weder im Stadtrat noch sonst wo. Also nirgendwo darf jemand leben. Denn das ist die Ausgrenzung, nicht nur aus dem Stadtrat, sondern dass sonst wo, nirgendwo darf jemand leben. Das ist Ausgrenzung hoch drei, schlimmer geht's nicht. In jeder Stadtratssitzung hängt dieses Ding hier und Sie nehmen das so einfach hin. Sie sind sehr weit entfernt von einer wirklichen Inklusion, von einem wirklichen Einbeziehen und einem Miteinander der Menschen. Da fehlen Ihnen Lichtjahre. Alles das, was Sie hier gesagt haben, ist gutes Gutmenschentum, ist etwas, wie schön stelle ich mir die Welt vor. Dabei sind Menschen mit Behinderungen durchaus zu unterstützen. Aber was Sie alles mit einbeziehen wollen in diesen Karren, das geht viel zu weit, das geht weit über das hinaus, was eigentlich der Begriff Inklusion ursprünglich beinhalten sollte. Sie sind jetzt so weit, dass Sie alles einbeziehen und ich weiß nicht, wann Sie dann so weit sind, dass Sie bestimmte Einrichtungen, die zum Schutz normaler Bürger da sind, dann auch öffnen, weil ja alles inklusiv gehandelt werden muss, zum Beispiel auch unsere Gefängnisse mit offenen Türen zu sehen. Alles hat seine Grenzen, meine Damen und Herren. Und deshalb ist Ihre Vorstellung von Inklusion, die Sie hier darstellen, nicht das, was ein wirkliches Weiterleben und ein vernünftiges Leben der Menschen, ein vernünftiges Miteinander der Menschen, auch unterschiedlicher Ansichten und unterschiedlicher Meinung, überhaupt ermöglicht. Deshalb werde ich heute einem Beschluss nicht mehr zustimmen, wie ich es 2012 gemacht habe. Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Herr Mayer, bitte. Ja, harter Tobak. Es ist gut, dass Sie uns noch nicht dazu gemeldet hatten. Oder eigentlich hatten wir, aber es ist gut, dass das übersehen wurde. So kann ich nach dieser Rede noch etwas einbringen. Ich habe andere Sachen zu sagen, aber als erstes möchte ich sagen, Inklusion hat nichts damit zu tun, dass man bestimmte Meinungen einfach nicht akzeptieren kann. Ich habe damals zur Ratsbildung gesagt, wir müssen das aushalten, dass die NPD im Rat ist. Ja, das müssen wir aushalten. Auch heute sehen wir das wieder, dass wir das aushalten müssen. Selbstverständlich kann Herr Eigenfeld seine
kruden Ansichten hier aussprechen. Deswegen müssen wir aber nicht dieser Meinung sein. Wir müssen es auch nicht tolerieren. Wie gesagt, das hat nichts mit Inklusion zu tun, krude Ansichten zu tolerieren. Aus dem Grunde müssen wir auch PEGIR und entsprechende Organisationen nicht tolerieren. Bei gewissem Verständnis für Ängste, aber Ängste dürfen nicht solche Auswüchse annehmen, meiner Meinung nach. Aber jetzt komme ich doch zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Inklusion. Haben wir jetzt alle nochmal festgestellt, ist eine Sache, was alle einschließen soll, auch Leute mit anderen Ansichten. Und meine Vorredner, bis auf einen, haben ihre mit Sicherheit ernst gemeinten Hoffnungen zum Ausdruck gebracht, dass dieser Prozess in Oldenburg auf einen guten Weg kommt. Wir beschließen heute ja nicht die Umsetzung, sondern wir beschließen, dass die Verwaltung prüft, was umgesetzt werden kann. Meine Befürchtung ist, und aus dem Grunde weiche ich ein bisschen von meinen Vorrednern ab, dass unser wirtschaftliches System nicht unbedingt konform geht mit Inklusion und dass die Verwaltung, weil es natürlich doch auch um Geld geht, viele gute Punkte streichen könnte. Aber ich möchte hier doch einen Ausdruck verleihen, dass das nicht passiert. Ich vertraue unserer Verwaltung insofern, dass sie sich Mühe gibt. Und wir müssen natürlich auch sehen, das bedeutet schon, Geld in die Hand zu nehmen und eben auch Geld, was wir gegebenenfalls von höheren staatlichen Organisationen, zum Beispiel vom Bund, einfordern. Es ist viel Gutes aufgeschrieben worden und es ist auf jeden Fall allen Akteuren, die sich da beteiligt haben, zu danken, weil sie wirklich gute Ideen eingebracht haben. Anders als die anderen, als meine Vorredner, habe ich aber auch in den Ausschüssen wahrgenommen, dass viele schöne Worte gefunden wurden und ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht bei schönen Worten bleiben, sondern zu konkreten, sinnvollen Maßnahmen kommen, die wir dann umsetzen zugunsten von allen. Eine Gesamtmaßnahme für alle Menschen. Es gibt natürlich auch Menschen mit Ängsten, die teilweise sogar berechtigt sind. Ich habe auch die Hoffnung, dass diese Menschen einbezogen werden und ich bitte auch darum, auch diese Menschen zu beteiligen, insbesondere um ihnen gegebenenfalls falsche Ängste zu nehmen. Das halte ich für besonders wichtig und dann hoffe ich, dass die Inklusion auf einen sehr guten Weg kommt und es wirklich nicht nur bei den schönen Worten bleibt, sondern eben auch zu einem schönen Ziel führt, dass alle Menschen miteinander, gemeinschaftlich, solidarisch an dieser Sache arbeiten und es zu einem guten Werk werden lassen. So, danke schön, Herr Mayer. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann können wir jetzt zur Beschlussfassung kommen. Wer diesem Beschluss zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Gegenstimmen. Eine Enthaltung kann es nicht geben. Alle haben mitgestimmt. Wir sind übrigens 44 Ratsmitglieder jetzt.